Bei mir hat gerade der Ton und das Video gehangen. Ich bin jetzt da. Hallo. Alles gut, Alles alles gut. gut. Grüß Hallo dich. Merat, sei Hallo. gegrüßt. Hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön. Ah, Antonia ist sogar auch dabei. Cool. Natalie, sehr Hi. gut. Servus. Julian aus dem Team. Bin im Hi. Lobby. Hallo. Jetzt kommt noch der Enrico. Ist auch aus dem Kernteam. Joachim, hey, mega, genau, grüße Natürlich. ebenfalls, genau. Er ist nämlich schon als Teilnehmer des Hollywood Workshops auch offiziell mit dabei, genau. Hallo Jan, sehr erfreut, Michaela, cool. Und Servus. und die Paula, genau, wir sehen uns ja am Montag, grüß dich. Sehr gut, genau. Ja, bei uns ist es jetzt nicht so mit Feiertagen, wenn man brennt für das, was man tut, dann ist das irrelevant. Gell, Aber ja. Enrico? So sieht's aus. So ist. Also, da kommen noch welche nach. Wunderbar. Ja, ich werde euch jetzt gleich mal hier so ein kleines bisschen in unsere Welt mit dem Hollywood Workshop einführen. Was unsere Projekte sind, was sind vergangene, was jetzt die zukünftigen. Wo sind wir aktuell dran? Und ich würde mal ganz kurz noch zwei, drei Leute stumm schalten, weil da sind manchmal noch so ein paar Sounds. Genau. Kurze Info zur Struktur. Ich gehe jetzt kurz ein paar Slides mit euch durch. Dann kriegt ihr einen ganz guten Overview, wie das Ganze abläuft. Das ist so die ungefähr erste Hälfte. Ich gucke, dass sie ein bisschen schneller durchkommen, damit wir ein bisschen mehr Zeit für die Q&A haben. Und dann könnt ihr natürlich noch gerne eure Fragen stellen und kriegt sozusagen noch weiteren Input. Genau. Das ganz große Ziel, das wir hier haben, ist tatsächlich hier jetzt in den nächsten Jahren den Oscar zu holen. Ja, das ist tatsächlich auf allen Ebenen, dass das auch nicht vergessen wird. Ja, auch auf dem Handy, auf dem. Genau, ist schon seit vielen, vielen Jahren anvisiert. Und jetzt, ach, die Alexandra ist jetzt auch mit dabei, genau. Grüß dich, sehr schön. Ist nämlich auch jetzt beim nächsten Spielfilm mit vor der Kamera. Genau. Und weshalb wir das alles machen, ist eben, dass wir mehr Menschen eben die Möglichkeit geben wollen, mit Film und Fernsehen auch ihren Traum zu leben, weil es ist einfach mein ganzes Leben ist mit Film verbunden. Das hat mir so viele Türen geöffnet. Ich hätte viele Spots dieser Erde nicht gesehen, wäre ich jetzt nicht Filmemacher geworden. Und ich weiß, dass das auch für viele andere von euch ja eine riesen Herzensangelegenheit ist. Und deswegen habe ich ja auch so ein Buch rausgebracht. Das heißt Mut zur Heldenreise. Und genau darum geht es jetzt eben, inwieweit ihr eben auch ein Teil dieser Heldenreise werden könnt. So, jetzt kommt der Tom auch noch mit rein. Wunderbar. Und dann würde ich mal auf die Slides gehen. Da hat tatsächlich die liebe Marie heute noch ein bisschen was vorbereitet. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Jetzt kommt die Eva noch. Heideblitz. So. Also, gehen wir mal kurz eine Bildschirmfreigabe. So. Gebt mal ganz kurz Bescheid, ob ihr das auch sehen könnt, was ich hier gerade fabriziere. So. Könnt ihr das sehen? Ja, kann ich sehen. Perfekt. Alright. Vielen Dank. Genau. Jetzt sind wir irgendwie wieder rausgerutscht aus der. So, einmal vergrößern. Ja, genau. Also, und es geht los. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Das ist so mein und auch unser ganz großes Credo, weil am Ende hängt es häufig einfach auch nur am Umfeld. Wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt, dann ist viel, viel mehr möglich und dann ist auch wirklich das Potenzial zu leben tatsächlich drin. Ah, jetzt kommt der Taifun noch rein.
Ein Musiker, sehr schön. Genau. Und das Zitat ist nicht von mir, das ist von dem Paul Aden. Von dem habe ich aber einige Sachen auch schon gelesen. Und auf diese Journey möchte ich euch eben jetzt gerne mitnehmen. Ganz kurz ein Überblick, was ich mit diesen ganzen Erlebnissen meine, oder auch eine Heldenreise zu leben. Ich habe für Terra X ganz viel gedreht, für Galileo im Ausland, für Reiseunternehmen, für Bayern Tourismus, Jochen Schweizer und so weiter und so fort. Und wenn du im Tun bist und wirklich das tust, was du liebst und mit den richtigen Menschen diesen Spirit auch teilst, da ist so viel mehr möglich. Und deswegen sind wir im Grunde viel mehr als eine Filmproduktion, weil wir verbinden das ja mit Erlebnis, also die Filmproduktion mit Marketinglösungen und Coachings und vor allem Erlebnisse. Und ich sehe mich auch heute als der Jochen Schweizer des Films, also Film plus eben Erlebnisse zu kombinieren. Stellt euch einfach vor, Jochen Schweizer meets Steven Spielberg. Das ist so die Reise und deswegen auch Richtung Oscar, weil es jetzt immer mehr auch international wird. Genau, ich war früher auf der Filmakademie Baden-Württemberg, habe dann für Terra X viele, viele Teile gemacht. Gehen wir mal ganz kurz durch. Genau, Auftragsarbeiten rauf und runter, ob das jetzt für Automobilkonzerne waren, für DM, Recruiting-Kampagnen und so weiter und so fort. Hat mich aber irgendwann alles ein bisschen gelangweilt, weil da ging es meistens um Produkte und mich interessiert viel, viel mehr Menschen groß zu machen und die zum Strahlen zu bringen. Also wenn ihr auf meinem Instagram-Account oder YouTube-Kanal und so schaut, werdet ihr immer Menschen erkennen. Da sind immer eigentlich die Menschen im Fokus. Und darum geht es ja auch in Geschichten, wenn wir uns Spielfilme angucken, Menschen zu folgen. Das ist eigentlich so, dass worum es mir auch geht, wenn ich mir meine Lieblingsfilme anschaue. Ja, ob das jetzt Forrest Gump ist, das Streben nach Glück, Into the Wild, Imitation Game, ach, das ist eine Riesenliste, aber es geht eigentlich immer um diese klassische Heldenreise, wo jemand Million-Dollar-Baby, wo jemand dann wirklich am Anfang noch struggelt, aber dann sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und ja, die eigenen Blockaden auflöst, Grenzen überwindet und dann am Ende dann auch sein Ziel erreicht. Und das habe ich für mich sozusagen voranbringen können, indem ich als Sichtbarkeitsexperte Personal Brands immer mehr betreut habe, was wir heute immer noch machen, aber das eben immer mehr jetzt auf den Spielfilmsektor übertragen und da eben Menschen, die auch vielleicht noch im Nachwuchssegment sind, eine Chance geben, anhand von einem Spielfilm eben ihr Portfolio auch zu erweitern. Muss mal ganz kurz nochmal eine Person muten. Yes. Genau. Und deswegen ist es immer mehr zu einer Akademie geworden. Genau. Und das sind ein paar Einblicke in den letzten Film. Into Happiness geht so ein bisschen in die Richtung wie das Streben nach Glück, Meets Into the Wild. Wir haben am Tegernsee gedreht. Oder auch am Bad Wettertil in München, wer die Region so ein bisschen kennt. Das sind coole Spots. Ich hatte heute jetzt auch wieder Schnittbesprechung mit dem Editoren. Sind wir jetzt am Ende des Rohschnitts? Das hat sich leider ein bisschen verzögert. Eigentlich wären wir schon gerne ein bisschen weiter gewesen. Aber dadurch, dass wir eben jetzt mit dem nächsten Projekt und auch mit anderen Sachen natürlich parallel noch dran waren, gibt es einen ganz kleinen Stau. Aber es werden jetzt tatsächlich dieses Jahr nochmal drei Filme fertig. Der erste, den haben wir letztes Jahr schon abgedreht. Den zweiten, oder der ist fertig, der geht jetzt auf Festival-Tour, der heißt Eiszeit. Der zweite heißt Love and Heavy Weapons. Und den dritten, den ihr hier seht, ist Into Happiness. Und den nächsten, den wir eben jetzt drehen im Juni, ist Leben wir jetzt. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Genau. Warum ist die Geschichte so wichtig? Also habe ich ja eben schon mal kurz erzählt, Mut zur Heldenreise machen und eben das Oscar-Thema angehen, Potenziale entfalten, alle einen Schritt weiterbringen und vor allem das eben in Co-Kreation zu machen. Heißt,
dass ihr auch mit Einfluss nehmen könnt, sowohl auf das Drehbuch, auf die Locations. Also wir geben da natürlich die ganzen Rahmenparameter alle schon vor, aber es ist immer doch ein gewisser Spielraum vorhanden, um sich eben da auch noch mit auszutauschen. Das machen wir in der Pre-Production, das machen wir während den Dreharbeiten, und zum Teil noch in der Post. Da haben wir einfach festgestellt, dass das nicht mehr für alle ganz so relevant ist, eher für die Leute, die das Filme machen lernen wollen, weniger jetzt für die Menschen, die eine Rolle haben wollen oder eben als Schauspieler mit dabei sind. Für die ist die Postproduktion häufig ja ganz nett, aber am Ende wollen die dann eher auf die Kinotour kommen. Genau. Das Thema Sichtbarkeit, ich glaube, ist den meisten klar, gibt es auf verschiedenen Ebenen, über E-Mail-Kampagnen oder Newsletter, dann über die verschiedenen Profile, ob das jetzt Instagram ist, über einen YouTube-Kanal. Da würden wir euch, wenn ihr als klassischer Teilnehmer mit dabei seid, eine Plattform geben. Das heißt, ihr kriegt maximale Sichtbarkeit und werdet in den E-Mail-Kampagnen, die an Tausende an Leute rausgeht, mit namentlich genannt und so weiter und so fort. Also ihr kriegt über verschiedene Ansatzpunkte nochmal zusätzliche Sichtbarkeit über Presseinterviews. Über im Making-of würdet ihr dann zum Beispiel noch extra interviewt werden und und. Ihr kennt das bestimmt aus so Formaten, so Reality-TV-Shows, dass man darüber natürlich auch eine enorme Sichtbarkeit aufbauen kann. Aber wir machen das eben mit einem Spielfilm, ja, wo der ganze Prozess eben auch ein Stück weit mit sichtbar gemacht wird nach außen, um die Menschen eben schon mal darüber zu informieren. Da kommt jetzt bald ein Film. Und so habe ich zum Beispiel mit Julia und Alexandra auch schon ein Podcast-Interview gemacht, um den Film auch schon mal voraus anzukündigen. Werdet ihr gleich auch noch sehen. Genau. Storytelling ist natürlich ganz, ganz wichtig heute. Dann next. Ah ja, wir gehen natürlich über die. Okay, das ging ein bisschen zu schnell. Da ist irgendwas hängen geblieben. Sekunde. Eieiei, springen wir aber ganz schön vor. Sorry, eine Sekunde. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da. So, hier, Vorführeffekt. Ich würde ganz gerne auf die Folie. Genau, hier würde ich gerne weitermachen. Seht ihr das noch? Okay. Ich glaube, der Rechner ist ein bisschen heiß gelaufen, weil da ist heute schon einiges drüber durchgegangen. Genau, ich steige mal hier wieder ein. So. Perfekt. Alright. Genau, der Weg ist sozusagen, wenn ihr dann mit dabei seid, kommt ihr natürlich dann auch in interne Calls, ja? Also das ist jetzt ein externer Informationscall, wo wir sozusagen dieses Projekt aus der Vogelperspektive betrachten. Wenn ihr dann mit reinkommt, dann werdet ihr einem Team zugewiesen. Das kann entweder Richtung Locations, Drehbuch-Unit oder eben, wenn es ums Schauspiel geht, Dialoge noch mit auszuformulieren und so weiter. Ihr werdet wirklich auch in die Eigenständigkeit da auch reingebracht. Also es werden dann so Buddy-Teams gebaut, wo ihr dann untereinander dann auch kommuniziert. Dann gibt es darauf dann immer wieder Feedbacks und auch nochmal interne Zoom-Calls. Und so kommen wir dann immer mehr Richtung Dreh. Das ganze Setting ist auf maximal 3 Monate angelegt. Es kann aber auch zwischendurch noch beigetreten werden, um dann eben dieses Projekt mit zu begleiten. Und dann würden wir nochmal anschließend ein persönliches Gespräch führen nach dieser Runde, um zu schauen, was ist tatsächlich dein größter Wunsch, was möchtest du am meisten eben aus diesem Hollywood-Workshop eben mitnehmen. Genau.
Wer ist zum Beispiel jetzt eben das Location Scouting? Kann Enrico gleich mal ein bisschen was dazu sagen. Da ist er nämlich zum Beispiel sehr aktiv, ist aber auch gleichzeitig als Darsteller mit dabei. Für andere ist es dann eben vielleicht eher die Drehbuchebene. Das interessiert den Joachim total, um da eben auch nochmal sich weiter, ja, erst zwei, drei Credits aufzubauen, um eben vielleicht bei Filmförderung dann auch eigenständig einen Schritt weiterzukommen. Oder eben auch um die Rolle, die man, ja, habe hier gerade noch ein Bierchen zum Wohl, dass ihr zum Beispiel auch eure eigene Rolle noch ein bisschen mehr euch zu eigen machen könnt und das eben auf Dialogebene noch mit steuert. Genau. Also ihr seid von Schritt für Schritt, könnt ihr mit dabei sein. Hier so in den Pre-Production-Meetings. Hier war einer unserer ersten Hollywood-Workshops. Da haben wir auch tatsächlich in Los Angeles gedreht. Damals war es aber noch ein Kurzfilm. Das haben wir erst jetzt vor 2 Jahren geändert, dass wir auf Langspielfilm dieses Setting eben erweitert haben oder eben in der Post-Production eben mit dran werkeln. Genau. Konzeptionsebene ist das, denke ich, soweit klar, was es da eben braucht. Bis hin zu, ja, auch eine gute Community eben auch mitzuerleben. Also, das müsst ihr euch ein bisschen wie so eine Mastermind vorstellen, wo einfach eine richtig geile Energy entsteht. Womit einfach viel, viel mehr möglich ist. Vielleicht mag auch der Joachim danach mal ein bisschen was dazu erzählen, weil der war auch schon auf unseren Filmworkshops und ist deswegen jetzt auch hier mit am Start. Genau, die Dreharbeiten sind natürlich jedes Mal magisch, wenn das alles dann in der Entstehung ist. Post-Pro ist, denke ich, soweit klar. Und was uns halt einzigartig macht, ist halt tatsächlich, dass wir halt wirklich einen Independent-Film machen, ohne einen Sender, ohne jetzt eine Förderung, weil das kostet alles unglaublich viel Zeit. Vielleicht gibt es da Leute von euch, die sich da auch schon ausprobiert haben. Wir fahren da jetzt eher einen Self-Made-Ansatz, womit man einfach an der ja, mehr in seiner Energie auch bleibt, weil man einfach eine ganz andere Umsetzungsgeschwindigkeit damit an den Tag legen kann, weil man nicht immer diese Stop and Go hat und dann muss man wieder 2 Jahre warten, bis irgendwie das ganze Setting irgendwie zusammenpasst. Deswegen machen wir halt 2 Filme pro Jahr. Also wenn zum Beispiel jetzt dieser Film für euch jetzt nicht interessant sein sollte, ist vielleicht der nächste dann wiederum interessant. Und so können wir eben aus verschiedenen Aspekten diese Journey eben immer weiter befeuern und das Portfolio wächst dadurch natürlich auch. Also ihr könnt in diesem Workshop vielleicht in einer ganz anderen Funktion tätig sein und im nächsten dann schon wieder ableveln und seid dann schon wieder nochmal mehr in der Lead-Funktion. Das ist auch tatsächlich gewünscht. Hier seht ihr ein paar vorherige Filme. The Provider haben wir auch in LA umgesetzt. Jewelry Junkie war ein Kurzfilm, der auf Englisch stattgefunden ist. Das war der erste Independent-Film, Eiszeit, Into Happiness, hatte ich ja schon angesprochen. Und Welcome to Bavaria, da waren auch schon, ich sag mal so, Gastrollen, wie jetzt der Maximilian Brückner und so mit drin. Und das werden wir jetzt auch immer mehr ausbauen, dass ihr natürlich dann auch auf spannende Persönlichkeiten auch am Set trefft. Die natürlich auch dem ganzen Film dann nochmal ein bisschen mehr Gewichtung geben. Genau. Also, das wird dann eine sehr, sehr coole Durchmischung. Wenn du richtig Bock hast auf so ein Projekt, dann bist du hier bei uns genau richtig. Deine Vorteile, starke Vernetzung in die Filmindustrie. Du kriegst eine garantierte Sichtbarkeit und auch Vermarktungsstrategie. Das ist alles auch mit Coaching-Aspekten und Mentoring verbunden. Und das ist halt hier wirklich einzigartig. Es ist halt ein Quereinstieg in die Branche, weil die wenigsten schaffen es eben auf so eine Akademie. Also bei mir haben sich Hunderte, das waren über 300 Bewerbungen, und die haben halt 8 Leute genommen für den Studiengang im Jahr. Und ich kenne einige da draußen, die haben das halt dann 2, 3 Mal probiert und dann war es das halt. Und dann hat es halt leider auf diesem regulären Weg nicht mehr geklappt. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit,
eine Abkürzung zu wählen, um eben auch wieder mit dabei zu sein. Genau, Leben wir jetzt ist unser nächstes Spielfilmprojekt. Da würde ich tatsächlich auch der Alex gleich das Wort geben, weil dann müsst ihr nicht nur meine zarte Stimme hören. Ja. Soll ich gleich? Gerne, kannst gerne mal kurz rein gehen. Dann kann ich mal ganz kurz hier einen Schluck nehmen. Okay. Schieß los. Dann gehe ich mal ganz kurz Ja, aus das der klingt gut. Freigabe raus und dann würde ich aber gleich nochmal reinhüpfen, wieder zurück. Genau. Okay. Ja, hallo zusammen und danke, Felix. Es ist so traumhaft, so zu arbeiten. Also leben wir jetzt. Wir, Julia und ich, Julia ist auch hier irgendwo mit Sicherheit. Es sind zu viele da. Julia und ich haben uns zusammengefunden vor einem Jahr, um einen Film in die Welt zu bringen, der das Bewusstsein der Gesundheit und der die Gemeinschaft stärkt. Und zwar geht es um einen Film, das ist ein Spielfilm. Wir gehen jetzt auch tatsächlich mit der Beschreibung eines modernen Märchens, weil wir in diesem Film viel mit Fantasie arbeiten. Und es geht um eine junge Frau, die in der Pflege arbeitet und gerade sehr, sehr herausgefordert ist von allem, was sie in der Arbeit erlebt. Da läuft sie gerade sehr auf dem Zahnfleisch, also hat kaum noch Energie übrig. Dann kommt die Welt dazu mit den ganzen Informationen, was alles passiert mit Klima und Kriegen und allem Möglichen. Und dann passiert es eines Tages, dass sie einen Streit mit ihrer Familie hat, der sich zuspitzt. Und das bringt das Wasser dann zum Überlaufen. Heißt es so? Ich glaube schon. Das Fass läuft über. Ihr wisst, was ich meine. Und dann flüchtet sie sich in den Wald, um sich dort zu erholen, weil das normalerweise ihr Ruhe bringt. Aber an diesem Tag auch noch ist etwas anders und sie kommt auf einmal in eine andere Welt. Und zwar findet sie sich in einer Welt, in der alles, was sonst in ihrem Inneren so passiert, und wir haben ja dieses Bewusstsein und Unterbewusstsein, auf einmal im Außen ihr begegnet, und zwar verkörpert. Und dort gibt es verschiedene Wesen, die ihr begegnen, verschiedene Herausforderungen, die sie bewältigen muss. Die Welt heißt das Wunderland, und sie muss den Schlüssel finden, um zurückzufinden in ihr Leben, was zwar anstrengend ist, aber dennoch will sie dahin zurück. Und die Frage ist, schafft sie das? Findet sie den Schlüssel in der Zeit, die sie zur Verfügung hat? So viel erstmal. Genau, wisst ihr Bescheid. Also, Das heißt, die antagonistische Kraft ist sie selbst. Das heißt, sie kämpft gegen sich selbst und versucht, was ich übrigens, also ich habe ja diesen Szenenplan schon mal kurz so durchgekämpft. Ja, hat ja einige Sidekicks, wie ich glaube, Pete heißt das, Einhorn oder nee, Lama oder was war das nochmal? Irgendwie ein das Plüschtier, glaube ich, ja. Pinguin. Es ist ein Pinguin. Eine Mischung aus Pete. Känguru und Pinguin. Sehr schön. Okay, das habe ich jetzt so schnell dann nicht gelesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, dran mitschaffen zu können. Ich finde die Geschichte sehr fantasievoll. Märchen habe ich schon immer geliebt. Erzähle ja den ganzen Tag Märchen, wie meine Frau immer behauptet. Passt also gut für mich. Das wollte ich nur sagen. Sehr schöne Ideen. Wie schön, danke. Cool, sehr. Das ist halt das Schöne, ja, dass ihr jetzt eben hier an einem Punkt eben mit einsteigen könnt, wo zwar schon viel da ist, aber wo immer noch jetzt ein gewisser Spielraum ist, dass wir damit eben weitergehen können. Das werdet ihr halt sonst woanders nicht kriegen. Da ist es einfach alles in Stein gemeißelt. Und dann wird genau dieser Prozess dann eben durchgegangen. Und wir wollen wirklich, dass diese ganze Journey auch schon ein Erlebnis für euch ist. Ja, einfach zu sehen, so wie jetzt dieser Call hier funktioniert, so läuft es dann eben auch auf der weiteren Reise. Und da werdet ihr auch über euch hinauswachsen. Das ist wirklich genial. Und darum geht es. Ja. Zu sehen, dass wir auch wirklich Selbstwirksamkeit leben können. Ja, und nicht immer in so einer Abhängigkeit sind, ja, wir müssen jetzt hier warten und da wieder gucken. Und deswegen explodiert auch unser Feld hier gerade. Das ist unglaublich. Es kommen jeden Tag so viele Bewerbungen rein. Also jetzt nicht nur auf Schauspielebene, sondern auch Leute, die Teil des Teams werden wollen, die bei uns studieren wollen, Vertriebspartner. Es ist unglaublich. Aber jetzt zeige ich euch mal hier noch ein paar Slides und dann gehen wir sowieso in die offene Q&A und dann sollte das soweit laufen. So, jetzt gehen wir hier nochmal kurz auf die Großansicht. Genau, hier nochmal ganz kurz sogar ein Ausblick auf
das nächste Jahr. Wir wollen, so wie es aussieht, im Herbst. Kann die Kerstin gleich auch gerne noch kurz was zu sagen, in Indien drehen. Also das wird jetzt auch immer mehr international, nicht nur Deutschland. Und genau, hier Cool Down. Irgendwas hat's. Jetzt sind so viele Leute im Raum. I don't know. So, nochmal kurz hier auf die richtige Slide. Wir sind ja eigentlich, genau, hier, da möchte ich hin. Genau, das ist schon mal ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Also das soll jetzt auch immer aufwendiger werden, so vom gesamten Setting, dass wir dann auch Richtung visuelle Effekte gehen können mit Blue Screen, dass wir sozusagen da auch immer epischer werden. Und hier geht es dann zum Beispiel um einen Vulkanausbruch, der sozusagen dann künstlich herbeigeführt wird. Eben ein Geoengineering-Thriller von der Kerstin, die habe ich auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt, weil da hatten wir letztes Jahr auch wieder einen Stand und haben dort eben auch Autoren angesprochen, ob wir ihren Film, ihren Stoff nicht verfilmen können, sozusagen. Und da haben wir jetzt einige Stoffe im Petto und die wollen natürlich jetzt auch Schritt für Schritt umgesetzt werden. Da haben wir einfach auch schon mal so ein kleines Moodboard angelegt, in welche Richtung das gehen kann. Kerstin, bist du da? Kurz. Genau, Sie du. ist im Raum, aber ohne Bild. Ja? Okay. Dann kommt sie vielleicht gleich zur Q&A nochmal mit dazu. Alright. Dann. Also, was momentan passiert, wir sind jetzt gerade beim Finalisieren der Drehbuchfassung. Das Casting ist gerade im vollen Gange, deswegen sind ja auch ein paar Darsteller drinnen, auch hier mit drin. Und Location Scouting läuft. Da haben wir zwar jetzt leider eine Absage zum Beispiel gekriegt von den Swarovski-Kristallwelten. Also da sind auch wirklich sehr, sehr epische Orte angedacht. Aber da sind auch noch ein paar Faktoren drin, wo wir gucken müssen. Kriegen wir da vielleicht noch was anderes, was Besseres und so weiter? Das ist dann, wenn ihr Teil des Teams werdet, dann auch, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wo ihr euch dann noch anschließen könnt. Casting hatten wir auch schon in unserem Newsletter und über Social Media ausgerufen. Sind wir sozusagen noch bei der Mutter dran, dann den Bruder. Und da freuen wir uns natürlich auf eure Reels. Und dann kriegt ihr im nächsten Step dann eben auch eine Casting-Szene, weil das läuft dann erstmal über ein E-Casting und dann gehen wir Schritt für Schritt in die nächste Stufe über. Genau. Das ist sozusagen dieses, dass wir über, wie wir die Filme machen, auch nach außen berichten. Ja. Weil damit kriegt ihr direkt, wenn es losgeht, auch schon eine Startsichtbarkeit. Und das ist sozusagen wie eine Casting-Reality-Show. Das ist jetzt ganz neu. Das haben wir bei den anderen Filmen noch nicht gemacht. Aber wir wollen natürlich immer wieder einen Schritt weitergehen und eben diese ganzen Prozesse, die wir eben hier auch klären und besprechen, auch eben wieder nach außen greifbarer machen. Und das sind zum Beispiel in der ersten Runde den Casting-Prozess eben nach außen auch teilen. Wie sind wir vorgegangen? Auf welche Parameter haben wir geachtet? Dann in Stufe 2 wollen wir die Pre-Production nach außen schon mal ein bisschen präsentieren. Und dann als dritten Beitrag von dieser Casting-Reality-Show geht es dann um die Dreharbeiten, um eben zu zeigen, so behind the scenes, ein bisschen Making-of. Wie geht es eben bei uns vonstatten?
Genau, das überspringen wir einfach mal. Das ist so ein kleines bisschen Infomaterial noch aus unserem letzten Monat, was ihr dann auch im Newsletter nochmal nachlesen könnt, wenn ihr da schon drin seid. Dann gebe ich auch ab und zu so Filmtipps oder Berichte so über Formate, die irgendwie fertig geworden sind. Hier durfte ich einen Raketenstart in Kasachstan mit begleiten, weil was zur ISS hochgeschickt worden ist, weil diese ganzen Tiere wurden getaggt mit so Peilsender und darüber können wir, wenn die irgendwie fliehen, wenn ganz viele Vögel wegfliegen oder ganz viele von diesen Nashörnern irgendwie weglaufen, dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, dass zum Beispiel jetzt ein Erdbeben bevorsteht, weil die das spüren. Darauf schneller reagieren. Und darum geht es eben in diesem Format, das geheime Wissen der Tiere. Ist noch ein bisschen noch eben Doku. Genau. Jetzt sind wir noch bis Ende des Monats an der Bewerberphase dran. Finalisierung. Das vergeht sich, glaube ich, soweit von alleine. Hier nochmal ganz kurz für zum Beispiel Schauspielen. Ihr könnt eben hier ohne Studium oder Ausbildung dran teilnehmen, solange ihr natürlich das Casting auch besteht. Das ist natürlich trotzdem wichtig, weil wir wollen natürlich am Ende einen hochwertigen Film bereitstellen. Ihr werdet viel praktische Erfahrung sammeln, eben direkt ins Tun kommen, sehr viel Praxiserfahrung. Viele investieren vielleicht immer so Teilbeträge in mal ein Showreel, in ein paar Arbeitsproben, in ein paar nette Fotos oder was auch immer. Das kriegt ihr sozusagen bei uns als ein pa Komplettpaket eben angeboten. Und es ist sozusagen keine Qualifikation erstmal notwendig. Der Wille zählt. Eine Theorie in die Praxis. Ich denke, das ist soweit verständlich, worum es da geht. Und das ist eben aktuell eben bei uns noch möglich für ein Invest für 3.000 Euro. Gibt es dann eben ein gesamtes Paket eben mit nochmal on top. Es ist nicht verpflichtend, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe die Kohle nicht, heißt es nicht, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, hier weiter dran teilzunehmen, weil wir wollen das auch offen halten weiterhin. Aber ihr kriegt natürlich dadurch einfach nochmal mehr on top. Und habt dann eben so eine Art Premium-Support und kriegt dann eben auch einen gewissen Vortritt in bestimmten Bereichen. Weil damit wird dieses Projekt eben auch querfinanziert. Ja. Also ich trage zwar immer noch den Löwenanteil, aber so wird eben über ein Crowd-Invest eben die Spielwiese auch weiter bereitgestellt, weil es ist jetzt, wie gesagt, schon der vierte Film und wir wollen ja viele weitere Filme machen und das kostet am Ende eben alles Geld, auch den Film auf Festivals zu schicken, die ganze Kinotour, da hängt so viel Zeit dran. Also auch wenn für euch das Zeitinvest nur über ein paar Wochen ist, also ihr könnt natürlich auch nur eine Woche an den Dreharbeiten teilnehmen. Aber wir begrüßen es natürlich, dass ihr eher mehrere Wochen dabei seid und wirklich auch euch integriert. Dann hängen wir als Filmproduktion an diesem ganzen Projekt halt über ein Jahr am Ende des Tages. Genau. Genau, hier seht ihr nochmal, was diese Heldenreise sozusagen bedeutet. Das ist eben ein Paket mit Vernetzung, Partnerschaften und spannende Geschichten, die darauf eben weiter aufbauen. Und eben bei Alexandra und Julia hat das eben schon gestartet. Die sind jetzt zum Beispiel in der neuesten Folge des Heldenreise-Podcasts, wo wir dann eben auch über das Projekt sprechen. So, und jetzt öffne ich einfach mal das Feld und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr vielleicht noch so für Fragen dazu habt, Anregungen. Ah, die Kerstin ist jetzt auch. Ja, ich saß vorhin auf dem Fahrrad. Sehr jetzt gut. bin ich zu Hause, aber ich kann noch mal ein bisschen was zu unserem Filmprojekt sagen. Genau. Das ist dieses Cooldown gewesen. Also das Buch Genau, heißt. Cooldown. Ja. Ja. Wenn das mit dem Klimawandel immer krasser wird und wir irgendwo so auf Kipppunkte zurollen, ja, dann könnten Länder versuchen, die Erde wieder abzukühlen.
Und es ist praktisch wie bei einem Vulkanausbruch, wenn man in der Stratosphäre Substanzen verteilt, ja, Sonnenlicht reflektiert, ja, genau, das ist der Buchflyer, genau. Dann hätten wir die Chance, das hat man bei Vulkanausbrüchen nachgemessen, aber leider hat das Nebenwirkungen, weil man auch Niederschläge verändert. Also ein paar Länder gucken da halt in die Röhre und es bietet natürlich dann viele Chancen. Also es gibt irgendwie irre Präsidenten, es gibt irgendwelche kruden Geheimdienstchefs. Ja, es gibt auch eine Liebesgeschichte, ist so ein bisschen James Bond-like angelegt. Ja, es gibt Möglichkeiten halt zu erzählen, wie die Welt darauf reagiert, ja, wenn nur noch das helfen würde. Genau, ich habe aufgeschrieben, was ich, also meine Befürchtung praktisch aufgeschrieben. Genau. Und versuche jetzt halt auch mitzuarbeiten am Drehbuch. Und eine Projektmappe ist jetzt diese Woche fertig geworden. Ja, dass wir irgendwie auch schon ein paar hochrangige Schauspieler mit anfragen können. Ja, weil ich denke schon, die Story passt jetzt in die Zeit. Ja, viele Menschen haben Angst vor dem Klimathema. Und die Geschichte enthält auch so Blicke in die Zukunft, dass wir eine gute Welt haben könnten, eben wenn wir auch jetzt endlich herkömmlich was dagegen machen und nicht versuchen, so ein bisschen Gott zu spielen und am Klima rumzuschrauben, so ob, ne, ob das der richtige Weg ist, ob wir uns da nicht nur irgendwie darum streiten und dann geraten Dinge außer Kontrolle. So, das sind die Dinge, die mich beschäftigen. Genau. Und vielleicht habt ihr auch Lust, da einzusteigen. Ne? Wir haben viele Action-Szenen und müssen so irgendwie überlegen, ne, wie wir die mit dem Budget halt hinkriegen. Ne? Felix sagte, was von Bluescreen und Animation und so weiter. Aber das ein bisschen ins Indirekte zu schreiben. Also, ne, da brauchen wir halt auch so ein paar Nerds, die irgendwo das dann irgendwie glaubwürdig wirken lassen, ne, damit irgendwie von diesem Action-Charakter nicht zu viel verloren geht. Das wird sicher eine spannende Herausforderung. Genau. Und vielleicht habt ihr Klingt Lust. nach einem richtig, richtig coolen Thema erneut. Sorry, dass ich jetzt schon wieder da reingrätsche. Ich finde das ganz cool. Ich habe ja vor gefühlt 100 Jahren mal über Nachhaltigkeit promoviert, ja. Oh. Das finde ich mega, was du da machst. Und das sind tatsächlich so in den Köpfen rumgeisternde Konzepte mit, man müsste irgendein zusätzliches Gas in die Atmosphäre, Stratosphäre oder sonst wohin Ja. schmeißen. Man müsste mit Spiegeln großen arbeiten und was es da für verrückte Ja, Ideen Sonnensegel gibt es, ja. Aber ganz lustig ist es tatsächlich, wie du sagst, wenn du jetzt anfangen würdest, da die Erde künstlich abzukühlen, dann finden das im Zweifel die Leute irgendwie in Island irgendwann nicht mehr so lustig, weil sie natürlich dann wieder das Thema mit der extremen Erdabkühlung haben, während natürlich die Leute, die momentan das Problem haben, dass ihre Inseln oder ihre Länder ganz im Meer Naja, versinken, dann, naja. das ist tatsächlich ein sehr, sehr aktuelles Thema, mega. Ja. Man kann den alten Zustand nicht komplett wieder erreichen. Genau. Genau, die Tropen müsste man unterkühlen. Die Eisschmelze kann man nur bremsen, nicht verhindern. Und wenn wir mit den Methoden anfangen, kann man sie nicht mehr so einfach abbrechen. Genau, ja, also es birgt ganz viele Risiken so, ne? Wenn der Ja, Mensch und versucht, die dann da Zyklen laufen halt einzugreifen. nicht so im Jahresrhythmus, sondern wenn man irgendwie eine größere Veränderung erwirkt, dann geht das da 50, 80, 100 Jahre, Genau, so ein bis der Phase-out Effekt müsste tausend, spürbar ist ja. und so weiter. Genau. Ja, Genau, ein Phase-out müsste 1000 Jahre dauern, sagen die genau. Wissenschaftler. Also ich sage halt irgendwie, wir sollten lieber die Finger davon lassen und endlich, wir wissen heute alles, was wir dagegen unternehmen können. Richtig. Und wenn viele Menschen, die Geld haben, einfach ihr Geld Ab dafür und geben würden, eins. dann könnten wir das Problem locker beheben. So. Genau. Ja, sehr cool. Dann bist du auch dabei, da jetzt beim nächsten Mal schon und man lernt sich kennen in Frankenland sozusagen. Ob ich jetzt bei den Dreharbeiten bei dem nächsten Projekt dabei bin, eher nicht. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen auf die Vorarbeiten, Okay. Alles klar, mal hast du zu auch recht. schauen, ob wir doch nicht vielleicht eine Filmförderung irgendwie an Land kriegen oder Co-Produzenten mit der Mappe oder in Kinos noch mehr Leute, die ihr Fachwissen einzubringen. Also ich bin so ein bisschen in der Pre-Production auch mit engagiert. Ja. Dann Es sind viel eher Erfolg. Units, also da bauen sich jetzt eher schon Units auf zu den unterschiedlichen Projekten. Deswegen sprechen wir auch die unterschiedlichen Produktionen so ein bisschen an, damit das auch für euch klar ist, dass das wirklich ein Programm ist. Also das ist wirklich eine Plattform, die aufeinander aufbaut. Also man kann jetzt hier einmal so einstarten, aber man kann auch das weiter eben verfolgen, indem man im nächsten Projekt
dann auch schon wieder in einer anderen Position zum Beispiel dabei ist, oder sich das jetzt erstmal anhören und irgendwann kommt dann vielleicht der richtige Zeitpunkt, wann es für die jeweilige Person passt. Genau. Ja, die Kerstin hat schon angesprochen, also wir haben tatsächlich auch vor, Veronika Ferres für dieses Projekt zu gewinnen. Also wir wollen natürlich hier auch an den großen Leuten der Filmindustrie dran sein. Ich habe auch Til Schweiger schon über diesen Hollywood-Workshop informiert, der findet es auch sehr, sehr spannend. Die haben natürlich alle auch irgendwie ihre eigenen Dinger schon am Laufen. Genauso wie der Heiner Lauterbach, der hat ja zum Beispiel so eine Meet Your Master. Vielleicht hat es jemand schon mal mitgekriegt, wo man dann auch so Lessons besuchen kann. Aber früher oder später öffnen sich da ja auch immer wieder Türen. Wir sind da einfach hochaktiv. Wir gucken, wie kann es da weitergehen und wollen da einfach eine sehr spannende Heldenreise einfach für alle kreieren. Und egal in welchem Stadium ihr seid, ich glaube, da ist für jeden was dabei. So. Ob das jetzt vor der Kamera ist oder hinter der Kamera oder weil man irgendwie auch spannende Locations vielleicht im Sinn hat, die vielleicht für unsere nächsten Projekte irgendwo mal passen können und. Deswegen wollen wir einfach hier auch im Austausch sein und schauen, wo macht was Sinn. Und das wird sozusagen dann hier einfach mal so erörtert. Und so gehen wir einfach von Projekt zu Projekt. Und jetzt sind wir tatsächlich hier schon, wie gesagt, jetzt mit diesem Leben wir jetzt dran. Und im Herbst mit Indien. Und dann wäre eben dieses Cool-Down-Projekt sehr wahrscheinlich für Januar, Februar im nächsten Jahr wieder angedacht. Und dann haben wir hier schon wieder sehr, sehr spannende Eckpunkte, auf die wir jetzt uns hinarbeiten. Ja. Und so bleiben wir eben auch immer im Tun und ihr könnt da eben auch von dieser Energy eben mit profitieren. Genau. Ja, was habt ihr denn so für Fragen dazu? Oder wollt ihr einfach noch ein bisschen vielleicht den aktuellen Stand mitkriegen, noch aus einer anderen Perspektive? Vielleicht will Enrico auch was noch mit reingeben. Wenn du magst, Enrico, kannst du gerne. Ja, kann gerne auch was dazu erzählen, auch wenn das jetzt, wie gesagt, das Bild nicht zum Ton passt, weil mein Ton vorhin irgendwie hier am Rechner nicht wollte, aber übers Handy geht es auch. Genau, ja, also es ist mega spannend, wie ihr ja schon gehört habt, passiert ganz viel und das Schöne in der Tat ist meines Erachtens, dass erstens kann jeder irgendwie sich überall mit einbringen, wo er mag, ja, also wo er wirklich auch Ideen hat und sich mit einbringen mag. Und dadurch natürlich das Ganze auch von Anfang an mitgestalten. Und das finde ich ist halt schon eine sehr außergewöhnliche Möglichkeit, das bei einem Filmprojekt so umsetzen zu können, weil in der Regel, wenn es dann mal so weit kommt, ob jetzt als Schauspieler oder sonstiger Teilnehmer, dann ist eigentlich das Ding bis auf 99% Drehbuch fertig und jetzt wird es abgedreht und fertig. Und so ist halt wirklich die Einflussnahme und dieses Mitwirken, das Erschaffen des ganzen Projekts, finde ich, ist eine Mega-Erfahrung und macht natürlich super viel Spaß. Und lässt natürlich, und das finde ich, ist halt auch in den letzten Projekten, gerade auch im ganz letzten, deutlich sichtbar gewesen, lässt Dinge plötzlich entstehen, die kannst du vorher so nicht planen. Es entstehen wirklich Kombinationen, Lösungen, Drehorte, Besetzungen, Dialoge. Und Situationen am Set, die sind unfassbar. Die sind einfach nur magisch, weil einfach diese Dinge dann so ineinander übergehen und greifen und alles ist plötzlich da. Du redest früh noch, oh, wir brauchen eine Lösung für und am Nachmittag ist die plötzlich da. Ja, also du musst nicht mit Mühe und viel, viel sozusagen Kraft agieren, sondern die Dinge kommen in den Fluss durch dieses Co-Kreieren, finde ich. Und das macht natürlich unfassbar viel Spaß. Ja, und verbindet natürlich auch während der Drehzeit, also dieses Auseinandergehen. Also ich habe dann auch, wir haben ja 14 Tage durchgezogen, beim letzten Film auch wieder. Und dann ist natürlich mal eine Pause durchaus sinnvoll, ja, 1, 2 Tage. Aber dann kam sofort die Frage, und was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ja, weil
das zu unterbrechen und auch das Auseinandergehen. Man ist ja dann doch auch in so einem Drehmodus ja schon auch sehr ja, miteinander verbunden und lernt jeden sozusagen auch auf einer ganz anderen Ebene kennen, was sonst halt in anderen Branchen gar nicht möglich ist, sage ich mal. Ja. Vielleicht mal noch mit intensiven Konzepten, aber nie so, finde ich, wie bei einem Dreh auch. Ja, und ich meine, das Ergebnis ist dann natürlich dementsprechend, also wenn alle Freude dran haben, wenn jeder sich da einbringt, wo er mag, wo er kann, wo er auch seine größte Stärke hat, dann ist das Ergebnis auch einfach unfassbar geil. Und das macht halt einfach Spaß. Total. Und wir Das wollen das ja dann kurz. auch mit euch feiern. Ja. Hattest du noch was, Enrico? Nee, das war so meine kurze Laudatio, ja. Genau, weil das geht ja dann auch noch weiter eben dann mit der ganzen Kinotour, ja. Also wir schicken den Film natürlich dann auf Festivals, ganz klassisch, aber wir planen halt dann auch eine komplett eigene Kinotour, die dann auch in euren Städten oder an euren Orten, wo ihr dann verhaftet seid, natürlich ist da Berlin definitiv mit dabei, weil da ist natürlich immer viel los, oder zum Beispiel Köln, also diese Medienhochburgen, da wollen wir Zürich, natürlich. nicht vergessen. Zürich, ja, genau, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. um da dann natürlich auch wieder euch die Möglichkeit zu geben, eure Leute dann auch wieder mit einzuladen, weil wir wollen ja auch wieder andere Menschen dann begeistern und diesen Film dann eben zeigen. Und ja, so wird einfach diese Flamme dann immer weitergegeben. Und das ist so eine 360-Grad-Geschichte. So entsteht dann aus dem letzten Film dann wahrscheinlich schon wieder der nächste Film, weil man kommt dann ja immer mehr mit noch mehr Drehbüchern. Also tut mir das teilweise war auch ein bisschen in der Seele weh, dass ich die Drehbücher gar nicht lesen kann, die irgendwie so reinkommen. Weil irgendwann musst du natürlich sagen, jetzt ist erstmal Stopp. Wir haben jetzt irgendwie mal 5 Filme so in Perspektive, die kommen jetzt so als nächstes. Aber mit der Zeit werden dann eben auch wieder andere Filme dann möglich. Nathalie, magst du? Ja, genau. Könnt ihr mich alle hören? Ja. Ja? Ja, und deutlich. Klasse. Okay. Du hattest mir gesagt, dass der derzeitige Drehort ist in Österreich. Ist das richtig? Also wir sind im ersten Drehblock, sind wir in Kronach, das ist in Bayern. Ja. Da sind gerade eben die Alexandra, die war heute noch auf Location-Tour oder auch wo unsere Übernachtungen alles dann stattfinden. Das haben wir jetzt leider nicht mehr geschafft, mit in die Prese dann irgendwie reinzugeben. Aber ich kann es euch hier vielleicht mal so kurz auf dem Bild zeigen. Also da werden wir dann untergebracht sein. Das wird auch richtig, richtig cool. Da sind wir vom 9. bis zum 13. auf jeden Fall. Und die zweite Hälfte ist, oder es ist eigentlich nur noch ein Drittel ungefähr, sind wir dann in Österreich. Korrekt. Okay, also das war eigentlich auch meine Frage, ob wir irgendwo untergebracht werden, Nee, weil nee, es ja ein Independent-Feature-Film ist so, und ich dachte dann, vielleicht müsste ich irgendwo auf der Couch schlafen, aber du hast dann halt schon gezeigt, ne, da gibt es Unterkunftsmöglichkeiten. Nee, das gehört natürlich auch alles sozusagen mit zur Gesamtdetailplanung. Natürlich wird da auch ein Flugplan erstellt. Wir gucken, was habt ihr da für Unverträglichkeiten und, und. Also ihr wisst, da hängt Du kannst dein einiges Zelt dran. zu Hause lassen. Alles klar, okay. Wobei, Ach so, Joachim. soll ich das Mannschaftszelt vom Roten Kreuz jetzt wieder abbestellen, oder? Genau. Und die Du, da ist genug Platz. Erbsensuppenkanone oder wie das Ding heißt, ja. Enrico. Mit Zelt ist ja hier unser Heldenreise-Bootcamp. Ja? Da wird dann auch gezeltet. Ne? Also es gibt da immer noch mal Cool. so die anderen Programme. Aber jetzt machen wir hier einen Spielfilm. Und solange wir den Spielfilm jetzt nicht in Kirgisistan oder in Afrika irgendwo stattfinden lassen, müsst ihr nicht im Zelt schlafen. Keine Sorge. Wobei Oh, das das ist schon auch wahrscheinlich, wild. das macht schon auch Spaß. So eine Jurte, das ist schon nicht Ja, schlecht. der Felix Okay. hatte ja vorhin noch so ein schönes Wort benutzt, Flamme. Ja. Also ich bin ja ein sozusagen jetzt Wiederholungstäter, ja. Ich war, glaube ich, bei einem der allerersten Felix Meinhardt Heldenreise-Seminare in München dabei. Ich weiß nicht, ob es noch Unentschlossene gibt. Ich habe auch kein Geld vom Felix dafür bekommen, dass ich das jetzt sage. Ich bin wirklich nur
begeistert von dieser Woche, oder es war fast eine Woche, zurückgekehrt. Es fühlte sich auf jeden Fall an wie 2 Wochen. Und es war ein so dermaßen eine so geniale Erfahrung. Es sind so tolle Freundschaften daraus entstanden. Ich habe seitdem, kann ich auch nicht mehr aufhören, Drehbücher zu schreiben, die zwar leider noch nicht umgesetzt sind, außer die Kurzfilme, Und die nicht ich mir gelesen immer werden. selbst mache. Und es ist, ich kann wirklich nur jedem sagen, es lohnt sich. Es ist so toll. Es macht so einen Spaß. Ihr kommt zurück. Ihr habt Adrenalin für mindestens 2 Jahre im Blut. Es ist einfach nur, sorry für den Kraftausdruck, geil. Und mit diesem Wort gebe ich zurück ins Funkhaus. Ja. Ich habe noch eine andere Frage, wenn ich dürfte. Ja klar, dafür ist der Call noch 8 Minuten offen. Acht Minuten noch, ja, so lange brauche ich gar nicht. Wir machen immer eine Okay. knackige Stunde und dann ist gut. So. Okay. Seid ihr alle so aus dem Bereich München oder Süddeutschland eher? Oder ist es auch, gibt es auch Leute, die in Norddeutschland sind, wo man vielleicht mitfahren könnte, so dass man ein paar Fahrtkosten so teilen könnte? Weil ich komme aus Norddeutschland in der Nähe von Hamburg, sage ich mal. Und das ist halt eine lange Reise so, ob man da irgendwie sich kurzschließen könnte, dass es da andere Leute auch gibt. Leider nein, ich kann aber eine Anreise aus Zürich oder Winterthur und sowas anbieten, wenn jemand hier noch sich hin verirrt hat, wie ich. Moment, Also dann ich. würde ich gerne einhaken. Ja, hi, schöne Grüße in die Runde. Ich kann leider nur ohne Video, weil ich gerade noch naja, in der Rufbereitschaft in der Klinik unterwegs bin. Ich komme aus Mitteldeutschland, ja. Genau genommen Würzburg und es wäre zumindest nur die halbe Strecke, was ich dir offerieren könnte, dass wir uns dann teilen könnten. Alles klar, danke schön. Ich würde auch sagen, also ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk von Menschen, die überall irgendwo sitzen und auch unterschiedliche Dinge deutschlandweit machen. Also wenn es dann soweit ist und es steht die Frage im Raum, wann, wie genau komme ich da genau, dort genau hin, dann einfach nochmal Bescheid sagen und da ja, findet sich bestimmt ein Weg immer. Dann haben Dankeschön. wir ja schon die nächste Geschäftsidee. Wir brauchen noch den Flexbus. Nicht den Flixbus, sondern den Flexbus. Ja, als Felix ersetzt. Ja. Ja, aber da finden sich immer Lösungen. Also, das ist immer, wo ein Wille da ein Weg. Das fügt sich dann immer alles. Das ist wirklich magisch. Das ist schon ziemlich cool. Ich will auch noch was mit reingeben, wenn es okay ist. Und es passt Ja. gerade an der Stelle auch ganz gut. Weil nämlich, wo ein Wille, da ein Weg. Und ich glaube, was wir auch alle gemerkt haben, als wir jetzt in München zusammengekommen sind, für unseren eigentlich letztlich Kickoff, ne, als Team auch dann in Präsenz mal zusammen, ist eben, dass wir genau alle dieses Mindset haben. Und deswegen ist es magisch auch, ich sage immer, und Julia auch, wir sagen immer, der Film sucht sich auch ein Stück weit selber mit aus, wen er da jetzt dabei haben will, weil die sind natürlich im Schauspiel immer und grundsätzlich auch dieses Feld, die ganzen Themen, die da drin sind, das hat so viel mehr mit uns allen zu tun, als wir jetzt noch wissen. Und das macht halt total Spaß, weil wir diese Heldenreise ja wirklich leben. Ne? Und dieses Commitment, das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir da alle an einem Strang ziehen. Und das ist, ich habe halt diese Räume gesehen, das kam auch zu uns. Ja, dass hier in der Region das mitgekriegt wurde und dann jetzt wir dieses ganze Haus da zur Verfügung haben mit einem Pool und da ist sogar so ein Ding drüber, wo man mit so einer Seilbahn fahren kann. Ich bin raus, ich komme da nie wieder weg. Ich kann dann, ihr müsst mich da raustragen, wenn wir drehen gehen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber nee, ich wollte nur sagen, es ist so magisch, was jetzt passiert und dass am Ende des Tages auch jeder einmal die Intuition checkt. Und dann gucken wir, wie wir zusammenkommen, weil es ist unglaublich. Und was da jetzt auch jetzt sind, ich habe gestern mal einen Countdown aufgestellt, es sind 23 Tage, bis wir zusammenkommen. Und das ist faszinierend, ja, was es jetzt für eine Geschwindigkeit annimmt und was da von allen Seiten gerade kommt. Und ja, also ich freue mich über alle und auf alle, die mit auf die Reise kommen. Das geht ja gerade erst los. Wir gehen ja dann ab Februar damit auf Tour und das ist Freude. Ja, Hammer. schön. Und die Art des Zusammenarbeits, ach ja, jetzt ist mir eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte. Die Art des Zusammenarbeitens ist halt wirklich magisch und macht total Spaß. Und dieses offene Kommunizieren und sich
ausdrücken können und mit einbringen können und dieses trotzdem immer den Freiraum auch für Impulse, wenn jemand welche hat oder wenn eben was anderes noch aufkommt. Ne? Das Swarovski fällt raus, kommt was anderes wieder rein. Also das macht das total einzigartig und ja, so. Ich genau. würde, falls Bin ich darf, dankbar. Noch super gerne was direkt zu Alexandra sagen. Darf ich? Kann ich? Habe ich noch eine Minute? Weil es sind nur noch 3 Minuten. Schieß Alexandra, los. Ich arbeite seit ungefähr 12 Jahren. Nee, es sind leider schon mehr. Ich sage zwar immer, ich bin 28 plus, aber ich bin schon ein bisschen älter. In der Pflege und als du vorhin erwähnt hattest, um was es in diesem Dreh geht und jetzt gerade, wo wir alle Corona wirklich auch durchlebt haben und erlebt haben, aus dieser Position und dieser Perspektive einer Person, die wirklich in der Pflege aktiv ist und du hast es so wunderbar beschrieben, darf ich dir einfach nur sagen, ich hatte so einen kurzen Moment Gänsehaut, weil es so wahr war, ja, also man ist natürlich in dieser Geschichte, weil man da auch sich damals dazu entschieden hat, zu arbeiten, das auch zu erleben, zu durchleben. Aber wenn es dann jetzt so ein Wonderland gibt, ja, und man sucht den Schlüssel und man sieht dann diese, ich bin auch ein sehr bildhaft denkender Mensch, also wenn, dann würde ich als Schauspielerin quasi auch aktiv sein und ich habe sofort Bilder, 1000 Bilder in meinem Kopf. Welche Szenarien habe ich tagtäglich vor mir? Vom Monster, vom Kuscheltier und ich arbeite auch mit Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung. Also du hast es so wundervoll aus deinem, wo sitzt denn gerade? In deinem Auto, oder? Ja, in Corona. So schön, ja, bildhaft dargestellt. Und ja, also ich bin auch hier in Franken und auch Felix zu dir. Ja, ich bin auch ein bisschen fasziniert von deinem Hintergrund. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das hier gerade so eine Hommage ans Oktoberfest sein soll, was da jetzt bald kommt. Also es ist ja, echt herrlich. Spricht. Da, nein! Also, auf Felix! Ja, so schnell haben wir. Ja, das bin ich. Hi. Grüße an alle. Ja, vielleicht auch irgendwann mit Bild, wenn ich dann nicht hier irgendwie in der, Back-Off-Session bin. Schön. Ich danke euch. Dankeschön. Wie lieb. Und das ist so schön. Und das, unser Hintergrund, das habe ich gar nicht dazu gesagt, die Geschichte ist zu 90% aus unseren Erfahrungen, also Julia und meinen Erfahrungen. Und Julia hat tatsächlich auch in der Pflege gearbeitet. Das ist der Part sozusagen. Am Ende muss das jeder selber rausfinden. In Corona sagt man immer so schön, wem gehörst du? Oh, also wem gehört was an, sozusagen in der Geschichte. Aber letztlich, ja, ich glaube, oder letztlich, wir fühlen auch, und deswegen sind wir da auch so mit Herzblut dabei, und letztlich wir alle, wie wir uns zusammengefunden haben, dieser Hintergrund, ja, letztlich dieses, was kann jeder selber tun, um sich zu stützen und zu stärken von innen heraus, um mit dem, was im Außen ständig reinkommt, und es reißt ja nie ab, noch besser umzugehen, eine Ruhe zu finden, eine Sicherheit in sich zu finden und dann somit auch miteinander einfach die Gemeinschaft zu kreieren und unser Leben, unsere Welt. Ja. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und einen ganz coolen Aspekt möchte ich noch kurz mit euch teilen. Und zwar gehen wir jetzt dieses Mal nochmal auch einen Schritt weiter. Bei den Dreharbeiten wird parallel auch der Schnitt entstehen. Das heißt, wir werden am ersten Drehtag abgedreht haben. Ja, Julian freut sich schon. Haha, da lacht er. Und zwar wird am zweiten Drehtag der erste Drehtag geschnitten. Das heißt, wir sind immer um einen Tag versetzt. Und so seht ihr auch direkt, natürlich Rohschnitt. Hallo, ja, das ist natürlich noch nicht perfekt. Was? Ja. Aber wir wollen einfach diese Energie so hochhalten, dass da direkt auch Ergebnisse erzielt werden, weil das geht auch alles in einer ganz anderen Umsetzungsgeschwindigkeit. Das haben wir einfach jetzt in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass das geht und dass das eben nicht Wochen, Monate oder Jahre immer alles dauern muss. Und deswegen gehen wir da immer noch mal so einen Step forward. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer schon die nächsten Projekte wieder im Blick haben, weil dadurch können wir auch unsere Prozesse stetig verbessern und nicht, wir machen jetzt hier mal einen Independent-Film von 90 Minuten und dann ist 4 Jahre wieder Ruhe im Karton und dann weißt du schon gar nicht mehr, was war da eigentlich beim letzten Projekt und nee, das ist jetzt hier wirklich eine
eine richtig coole Pipeline, die hier gebaut wird. Und Wollte gerade sagen, langsam kann der Felix nicht. nee. Also ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ich freue mich auf eine geile Journey. Und Merat, hattest du noch eine Frage? Dann jetzt. Dann gebe ich dich einmal frei. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend alle, die hier dabei sind. Ich habe es schon mehrmals versucht, etwas zu sagen. Es hat aber nicht geklappt. Und leider bin ich dann auch noch rausgeflogen, weil mein Akku leer gegangen ist. Naja, jetzt bei all dem Strudel habe ich versucht, über MacBook wieder rein. Ich bin da. Ich habe ein paar Fragen zur Rolle, weil ich bin ja noch im Casting. Ich finde das Projekt mega geil. Ich habe mal geschaut, was du alles gemacht hast. Fancy. Also super geil. Ich finde diese Workshop-Idee auch mega geil. Also vor allem das Format mit der Sichtbarkeit. Ich bin jemand, der hat schon Schauspiel hinter sich hat und alles durch. Und es ist halt, man muss einen Plan haben und am besten jemand, der von dem Plan einen Plan hat und ja, und einen dann dabei begleitet. Also es ist wichtig, ein Team zu haben, ja, dass man wie ein Coach, ein Berater, ein Manager und so, und dass man weiß, was abgeht, weil es überhäuft einen manchmal mit der Größe dieser Welt. Und wie das halt eben manchmal abgeht. Ja, genau. Ich freue mich sehr auf das Projekt. Ich freue mich sehr auf das Casting. Und ich habe ehrlich gesagt voll viele Fragen aufgeschrieben und voll viele Sachen zur Rolle zu fragen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht der richtige Moment. Ich hau's trotzdem raus zu der Bruderszene. Das sind ja im Grunde sehr kurze Castingszenen. Wird dann da nur erwartet, dass sie das spielen oder auch improvisieren, darüber hinausgehen? Darf ich auch einen Spielpartner da mit reinnehmen, um das etwas mehr auszubauen? Wie weit ist da meine Freiheit? Genau. Und ich habe euch ja bereits alles geschickt, so wie das Showreel, meine Fotos, meine Vita. Ich war jetzt etwas verwirrt, weil es hieß, wir schauen uns die Showreels noch an. Habt ihr das bekommen? Soll ich das nochmal nachschicken? Genau. Ich dachte, Die haben ihr wir habt das bekommen. schon. Okay, alles klar. Das passt. Wunderbar. Genau, der nächste Step ist jetzt eben über die E-Castings zu sehen, wie du aufgestellt bist. Ja, wie ist deine Wirkung? Passt es zu dem Charakter? Und dann gehen wir wieder einen Schritt weiter. Genau. Alles klar. Und du kannst es auch mit dem Spielpartner machen. Sehr, sehr gerne. Also die Technik steht da gar nicht im Vordergrund. Ja, ob du jetzt ein iPhone nimmst oder was auch immer, es geht vielmehr darum, dich zu erleben, dich zu spüren und zu sehen, würde der Merat in diese Rolle gut reinpassen, würde das gut tun. Alles klar. Vielen Dank. Ich freue mich. Gut. Bis morgen 17 Uhr. Ist ja Timing, ne? Ja, gut. Ja, ist für mich eine Challenge, weil ich ja heute erst erfahren habe, dass ich ein Video hinschicken soll. Kein Problem, ich versuche das morgen irgendwie in die Mittagspause reinzuklemmen und werde hoffentlich dir irgendwas Schickes schicken können. Wenn das am Samstag noch eingeht, ist das auch noch in Ah. Ordnung. Also macht euch da locker. Uns geht es aber darum, dass das jetzt nicht irgendwie eine ganze Woche wieder braucht. Nein, natürlich, absolut klar. Ich, Oder wie dann gesagt, auch versuche es sogar Mensch. morgen irgendwie hinzukriegen. Alles gut. Super. Hey, ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Dankeschön. Schön, dass ihr hier wart. Und ja, alles Weitere folgt, wie auch immer. Okay? Dann sage ich bis Danke. ganz bald. Super. Danke. Danke. Ciao, Gute Freunde. Zeit. Schönen Danke Abend. Ja. schön. Schönen Ciao. Schönen Schönen Abend. Abend euch allen. Ciao. Ciao. Gleichfalls. Messi Ciao. ebenso. Ciao. Felix, ich habe jetzt noch Fotos hochgeladen im Moodboard, von denen, die bei mir an der Wand waren. Vielleicht schaust du da mal rein. Da sind jetzt auch so Gletscherfotos, habe ich noch was gefunden. Kann man durchaus vielleicht was nehmen. War vielleicht eine gute Idee. Siehst du? Sehr schön. Ja, genau. Freut Mach's mich. gut. Tschüss. Ciao. Super. Ach ja, und ich bin gespannt, weil ich dir viel in den Mund gelegt habe, wie du das so findest, was ich da geschrieben habe. Ich freue mich auf das Feedback. Kommt auch. Eine Das Projektmappe, ne? Aber kommt ihr auch. habt jetzt gerade da viel um die Ohren, ich weiß schon. Genau, perfekt. Genau. Schaffst Jetzt es bringen wir mal hoffentlich. das Casting kurz durch. Ja, Genau. okay. Also, ciao. Ciao.